Hallo liebe Dampfergemeinde, es geht jetzt im zweiten Teil um die Bang Juice Aromen. Ist immer noch 10% Rabatt. Wie gesagt, ich ziehe auch noch gleich das andere Video auch noch durch. Eben hatten wir die ganz süßen Liquids. Jetzt nehmen wir die ganz sauren Liquids. Dazu haben wir einmal den Rainbow Bomb und die Cola Cannonball. Kanonenball, Cannonball. Das eine ist eben saure Fruchtkomposition mit dem gewissen Bitzel-Effekt. Okay. Und eine prickelnde Cola küsst saure Limette mit einer zusätzlichen Geheimzutat. Das habe ich so kopiert von denen ihrer Homepage. Gut, wie gesagt, sind noch 10% drauf, ist noch diesen Monat gültig. Nutzt es, Freunde, die haben eine riesige Auswahl. Irgendwas Passendes werdet ihr da finden. Wie gesagt, eben hatte ich schon einmal die Süßen vorgestellt. Jetzt stelle ich einmal die Sauren vor. Denkt noch weiterhin, sag ich mal, es gibt dieses Giveaway im Juni, dafür müsst ihr eben das erfüllen, was eben dieses Video da von der Elif iStick Pico S zustande bringt. Dann könnt ihr das gewinnen, aber jetzt geht es erstmal um die sauren Liquids von Bang Juice. Bis gleich auf den Dampf, hätte ich beinahe gesagt, auf den Dampf, ja. So, meine Lieben, auf zum Rainbow Bomb. Ich muss das eben mal mit der Kamera immer üben. Rainbow Bomb. Saurer Früchtemix mit Blitzeffekt. Duftet schon nicht schlecht. So. Wie gesagt, es kommt wieder Tauchen Solo zum Einsatz. Ich wiederhole mich da immer gerne, weil der ist wirklich super. Wer noch keinen hat und auf Tröpfler steht, sollte sich den zulegen. Und den Amit als Skonka-Tröpfler MTL ist auch keine schlechte Wahl, wer noch keinen sowas hat. So, hier Mützchen drauf und ab in den Hals. 60 Watt, here we go. Muss man sich vorstellen, ich komme ja gerade vom anderen Video von diesen süßen Liquids. Jetzt bekomme ich hier säuerliche Liquids. Ich merke eine angenehme Frucht und ich merke auch eine leichte Säuerlichkeit in dem Sinne. Dass ich jetzt die Augen dazu zukneifen müsste, sage ich mal, mit Blitzeleffekt, das kann ich jetzt nicht sagen. Also eine Zitrone, süße, eine saure Zitrone. Ist es jetzt nicht, wo man reinbeißt, aber dennoch sage ich mal, es ist ein Früchtemix, der säuerlich ist, aber sehr angenehm zu dampfen. Wo ist das Mützchen von MTL? So, hier muss ich mal gucken, sage ich mal, wie die Airflow ist. Mützchen drauf, jawohl, ich bin bei 22. Ihr glaubt es mir. Auf MTL kommt der geil. Ich merke sogar ein bisschen mehr säuerlich. Aber angenehm säuerlich. Muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Wie wir sagen, hier kommen die Früchte nicht so krass raus. Aber trotzdem, sage ich mal, säuerliche Früchte passt schon. Kann man auch hier sehr gut in MTL wegdampfen, wer große Wolken möchte. Sub-Ohm schmeckt auch lecker, obwohl ich immer so pingelig bin. Auch das kann man gut wegdampfen. Keine schlechte Wahl, ein bisschen säuerlich. Frisch ist es jetzt nicht, also dass man jetzt denkt, dass es jetzt hier mit Kühlung oder so was zu tun hat, also das ist jetzt nicht vorhanden. Das muss jetzt keiner denken. Es ist säuerlich, früchtig, fruchtig. Aber jetzt nicht, dass es gekühlt werden müsste, also dass es den Hals kühlt da, dass da Menthol bei ist oder sonstiges, das ist nicht vorhanden. Aber
angenehm zu dampfen, können wir nichts verkehrt machen. Checkt es aus, wir haben noch einen Cola und den bereite ich jetzt vor. Mal sehen, wie der schmeckt. Bis gleich. So, meine Lieben, auf geht's zum zweiten Liquid Cola. Wo ist denn das? Cola Cannonball. Auch hier wieder Taun Solo, Amit, Skonker, Tröpfler. So, das muss ich mal ein bisschen einziehen. Okay. Mützchen drauf. Cola Limette. Bin ein bisschen weiter aus dem Bild, ne? So. Ja. Ich merke Cola, ich merke auch irgendwie so Zitrone, Limette-Art, merke ich auch. Harmonisch, kommt auch beides gleichzeitig rüber. Wird auch ein bisschen, auch zum Schluss wird es ein bisschen säuerlich. Angenehm zu dampfen. Angenehm zu dämpfen. So, hier bin ich auch wieder auf 22, hatte ich eben schon vorbereitet. Auch hier wieder kann man sehr gut im MTL, da kann man den auch wieder dampfen. Kommt sogar für mich noch ein Tucken harmonischer gleichzeitig rüber. Ein bisschen Säuerlichkeit ist auch vorhanden, also es ist kein süßes Liquid, zwar die Cola ist so ein bisschen süß, aber da merkt man auch schon ganz schnell, sag ich mal, es ein bisschen ins Saure geht, aber jetzt nicht so extrem ins Saure, dass man wirklich sagen, man die Augen zusammenkneifen muss, als wenn man jetzt Zitrone beißt, das ist hier nicht vorhanden, muss auch nicht vorhanden sein. Kann man beides geschmacklich wegdampfen. Wer so Cola mit so einem Schuss Limette im Biergarten mag, würde ich erstmal so behaupten, der ist hiermit recht gut, kommt er hiermit voran. Ja, so will ich es mal erklären. Ich sag mal, also ich würde jetzt nicht damit glücklich werden, aber das ist wieder mein Geschmack. Ich bin jetzt nicht der Cola-Trinker und ich bin auch nicht dieser mit einem Schuss Zitronen drin, aber darum geht es auch gar nicht. Ich sage mal, wer Cola und Limette mag, der kann dieses gerne austesten, sage ich mal, und wird damit wahrscheinlich auch zu 99% glücklich werden. Wie gesagt, so mein 100%iger Geschmack ist es nicht. Ich stehe lieber auf andere Liquids, aber das ist eben so eine Sache, sage ich mal, wie jeder es selber empfindet. Das andere, das Rainbow, ist auch ein bisschen in säuerlicher, geht es rein, nicht extrem. Aber es ist keine Kühle, es ist keine Frische. Und das hätte mir jetzt vielleicht bei der Cola vielleicht auch ganz gut getan, sei mal, vielleicht ein bisschen Koala oder so, weil ich denke mir, das ist ein Sommerliquid. Muss ich sagen, sag mal, wenn ich im Biergarten sitze und ich trinke da ein großes Glas Cola mit so einer Scheibe Zitrone drin, aber das muss mich kühlen. Und das ist eben das wahrscheinlich, sag mal, was mir wahrscheinlich fehlt. Und deswegen kommt es nicht so ganz oben auf meiner Top-10-Liste. Aber wie dem auch sei, wer Cola und Limette mag, tut damit nichts verkehrt. In diesem Sinne, Freunde, ich bin schon wieder fertig mit den beiden Liquids und jetzt fährt hier noch ein Trecker vorbei. Man hört, ich wohne auf dem Lande. Zwei Liquids habe ich noch. Mal gucken, ob ich die gleich noch schaffe. Aber gleich kommt erst meine Frau von der Arbeit und mit der wollen wir erstmal reden. Bis dann. Ich wünsche euch noch viel Spaß.